Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zur Folge 1 von Let's Play Guild Wars 2 Heart of Thorns. Zuletzt haben wir Living Story Staffel 2 zu Ende gespielt. Dort ging es schon um Modremoth und hier werden wir auch mit Heart of Thorns anknüpfen. Für uns wird es in neue Bereiche von Tyria gehen. Wir werden den Maguma-Dschungel finden. Wir werden hoffentlich auf Modremoth treffen und ich hoffe, wir werden ihm dabei auch den Garaus machen. Tatsächlich kenne ich von Heart of Thorns fast gar nichts. Ich bin glücklicherweise ganz, ganz wenig nur gespoilert worden. Und ich glaube, dass es keine wichtigen Spoiler waren. Mit einem anderen zweiten Charakter war ich bereits einmal dort und habe das Springen und das Fliegen gelernt, aber nicht besonders viel von der Geschichte glücklicherweise mitbekommen. Insofern, meine Güte, wer quatscht mir denn da hinein? Hallo Leute, ich habe hier eine Anmoderation zu machen. Also, bitteschön, ein bisschen mehr Kontenance im Lager der Standhaftigkeit, ja? Ne? Auch gegen den Quasselfluss muss man manchmal ein bisschen standhaft sein. Gut, die NPCs sind leise, dann kann ich ja endlich weitermachen. Ja, also, ich freue mich wahnsinnig darauf, dieses Abenteuer mit euch zu begehen. Und wir legen auch gleich los. Wir müssen hier erstmal in unsere Chronik reingehen. Und da hier den Reiter Heart of Thorns auswählen, diese Geschichte fortsetzen. Ich habe vorhin einmal geguckt, ob es genau so gemacht wird. Dieses Kapitel fortsetzen. Der Altdrache Modremoth hat sich erhoben und beherrscht den Maguma-Dschungel. Die Paktflotte, die gegen ihn ausgesandt wurde, hat er vernichtet. Nun eilen Tyrias tapferste Helden herbei, um das abgeschossene Paktflaggschiff zu suchen und den Verbleib von Marshal Traherne und der Klinge des Schicksals zu klären, bevor die Diener des Drachen den Dschungel völlig unterworfen haben und ausschwärmen, um den Rest von Tyria in ihre Gewalt zu bringen. So, dieses Kapitel setzen wir also fort. Bereitet euch auf die nächste Schlacht im Krieg gegen Modremoth vor. Meldet euch in der Rotsteinbastion in der Silberwüste und sprecht mit Taktikerin Elke. So, da werden wir jetzt also erst einmal hin. Ich werde schneller. Wir gehen also durch das südliche Tor hier im Lager der Standhaftigkeit und dann schauen wir mal, ob die Rotsteinbastion gerade eingenommen ist. Wobei... Nimmt Force in der Silberwüste ein. Festung gehalten, 2 von 4. Mit ein bisschen Glück ist die Rotsteinbastion dabei. Wobei, naja, wenn ich mir hier so die großen Ranken angucke, dann sieht es gerade irgendwie schlecht aus für die Rotsteinbastion. Ah doch, alles soweit erstmal im grünen Bereich. So, möchtet ihr das Kapitel auf nach Maguma, der Geschichte von Guild Wars 2 Heart of Thorns, betreten? Ja, aber sowas von. Kommandeur, Modremoth hat sich als noch mächtiger erwiesen, als wir uns vorstellen konnten. Und dann war da dieser Ruf. Wir Silvari haben ihn alle gehört. Und viele folgten Modremoths Befehl, sich gegen ihre Paktverbündeten zu wenden. Viele sind tot. Andere werden vermisst. Und unsere Flotte ist völlig vernichtet. Wenn nicht bald Rettung kommt, wird es nichts mehr zu retten geben. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Und da steht sie auch schon, Taktikerin Elke. Taktikerin, hallo? Kommandeur anwesend. Achtung! Huch, rühren. Schön, euch zu sehen, Kommandeur. Einige eurer Gefährten sind bereits losgezogen. Sie wollten gleich helfen. Rührt euch, Taktikerin. Larantia hat mich um Hilfe gebeten. Was könnt ihr mir über die Lage in Maguma berichten? Wir haben ein paar Überlebende aus dem Dschungel kommen sehen. Und sie berichten nichts Gutes. Modremoth hat die Flotte vernichtet, sobald sie angekommen war. Das reinste Massaker. Wer das überlebt hat, ist völlig aufgelöst. Wir halten den Weg aus Maguma heraus offen, so gut es geht. Aber die Bernsteinwanderdüne ist ziemlich übel dran. Wenn wir die verlieren... Werden wir nicht. Wir brauchen einen Weg hinaus für Überlebende und einen Weg hinein für Verstärkung, wenn wir diese Sache noch rausreißen wollen. Außerdem brauchen wir Traherne und die Klinge des Schicksals. Sie waren an Bord der Flotte und ich muss wissen, was aus ihnen geworden ist.
So, eskortiert die Verstärkung und säubert die Bernsteinwanderdüne von Modrem, um einen Paktsammelpunkt zu errichten. Genau. Für uns heißt es nämlich wieder... Hey, Soldaten, bringt uns eine Trophäe vom Drachen mit. Ja, wenn das das Einzige ist, worum du dich sorgst. Eine Trophäe vom Drachen, ja, dann würde ich sagen, ist okay. So, wir müssen erstmal hier weiter in Richtung Westen gehen. Aua. Und uns bei Rux und Bram melden, die sind ja hier. Aber vielleicht machen wir vorher ein paar Modrem dabei. Alles ein bisschen laggy gerade. Warum auch immer. So. Kriegsmeister Schotterklinge. Ach, das ist der hier sonst normalerweise das Event beaufsichtigt, was hier vorne läuft, wenn wir Trümmer und dergleichen für die Rotsteinbastionen zusammensuchen müssen. Bram, was ist los? Bin froh, dass ihr hier seid. Es heißt, Mordremos habe die ganze Flotte ausgelöscht. Die Nachricht macht Frostbeißer etwas nervös. Ich meine, weil die Klinge des Schicksals an Bord war. Ich hoffe, es ist ihnen nichts passiert. Mir geht's wie Frostbeißer. Der Boss und die Klinge des Schicksals haben Saitam mit Luftschiffen zur Strecke gebracht. Wie konnte es diesmal so schief gehen? Das werden wir gleich selber sehen. Ich brauche euch beide beim Aufmarschgebiet in der Nähe der Bernsteinwanderdüne, sobald ich dort bin. Verlasst euch auf uns. Muss bloß noch die letzten Mordrem hier wegputzen. Klingt gut. Wir sehen uns dann bald. Aha. Ja, also Frostbeißer ist natürlich total nervös, ne? Also wer denn sonst? Also Rox doch nicht. Das ist doch eine gestandene Frau. Wahrscheinlich würde sie sich selber nicht mal als Frau bezeichnen, sondern als Gladium. Ich glaube, sie haben da keine besonderen emanzipatorischen... Oh, hoppala. Wer wird denn da angegriffen? Sie sind unsichtbar. Los, macht euch sichtbar. Ich will doch wissen, wen ich hier verteidige. Oh, meldet euch bei Marjorie und Kasimir. Okay, dann sind das vermutlich Marjorie und Kasimir. So. Dann schauen wir mal, dass wir die Modrem hier aus dem Weg räumen. Da sind sie ja schon. Oh, aber wo ist denn Marjorie? Marjorie habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, doch. Kämpft hier direkt zu meiner Linken. Ich erwarte eigentlich immer, dass sie irgendwelche... Ja, dass sie irgendwas sagen müssen. Ne? So wie, also, ich meine, wir werden hier ganz schön vermobbt. Ah, aber Kasimir hat hier Trugbilder geholt. Das ist natürlich gut. Ich bin sowas von angekettet. Das ist ja ätzend. Dankeschön. Macht euch aus dem Staub. Ah. Na, endlich. So, Mädels. Alles gut? Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid, Boss. Wir hatten gehofft, auf eine Spur von Kaith und dem Ei zu stoßen. Aber gefunden haben wir das. Zwar wissen wir sicher, dass Kaith im Laufe des letzten Tages oder so hier durchkam, mehr aber leider nicht. Wir holen uns das Ei zurück, aber unsere oberste Priorität ist erstmal Mordremos. Wie ist die Lage hier? Nachdem ihr zum Lager der Standhaftigkeit aufgebrochen wart, griffen Mordrem an. Wir sind zur Bernsteinwanderdüne gegangen, um zu helfen. Rox und Braham zur Rotsteinbastion. Ich bin gar nicht bis zum Lager der Standhaftigkeit gekommen. Als ich von dem Angriff auf die Flotte hörte, wusste ich, dass ich hier gebraucht würde. Es ist also noch schlimmer, als es aussieht. Ihr könnt auf uns zählen, Boss. Wir sind marschbereit. Sobald ihr den Befehl erteilt, geht's los. Hiermit erteilt. Schließt ab, was ihr gerade tut und trefft mich am Rand des Dschungels. Wir gehen alle gemeinsam rein. Gut. Erst meine Schwester, dann die Seferitenmeister, jetzt die Paktflotte. Wir müssen Mordremos aufhalten. Endgültig. Yep, da bin ich. Aber sowas von bei euch. Und weiter geht's für mich Richtung Westen und immer alleine. Hier so durch die üblen Mordrem. Okay. Meine Güte, schießt der weit. So, ich muss hier rein. Eskortiert die Verstärkung und säubert die Bernsteinwanderdüne von Mordrem, um einen Paktsammelpunkt zu errichten. So. Lichtbringerin Osa ist hier.
Und sie müssen wir hier ganz sicherlich verteidigen. Verteidigt die Bernsteinwanderdüne und beschützt Lichtbringerin Osa vor den Mordrem. Gut. Ich tue mein Bestes. Ich werde mir hier auch ein Feuerelementar noch dazu rufen. So, momentan sammeln wir hier immer noch für Tyria. Sobald wir in das Heart of Thorns Gebiet in den Maguma-Dschungel eindringen, sammeln wir dann nicht mehr für Tyria, wenn wir Erfahrungspunkte erhalten. Aber das gucken wir uns dann an, wenn wir dort angekommen sind. Erstmal ein bisschen Konzentration hier. Hoppala. Wo habe ich denn jetzt gerade einen... Ups, die Fackel wollte ich doch gar nicht nehmen. Vielleicht brauchen wir die später noch. Aber jetzt aktuell, denke ich mal, kommen wir schon noch hin. Hier so ein paar kleine Terra-Greife. Die werden uns hier doch nicht die Suppe versalzen. Ach, oh, oh, oh. Da steht einiges vor den Toren. Ups. Upsala. Kommt nur nicht hier herein. Oh, toll. Sehr passend ist jetzt hier mein Feuerelementar kaputt gegangen. Oh, je, je. Mordrem Heilkundiger, was bist denn du eigentlich, ha? Ich meine, sie heißen ja alle Mordrem, aber sie sind doch sehr unterschiedlich. So. Oh, 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 nein, 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 nein. Ich will kein Ding über dem Kopf haben. Das Ding weg von meinem Kopf. Oh, was ist das? Aha. So, komm her, Mordrem-Troll. Du hast hier das Ding nach mir geworfen. Ich habe es genau gesehen. Zu spät. So, Osa, ich werde hier mal dieses Tor wieder nehmen. Oh, 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 da kommt was Großes. Ui, ui, da kommt was Großes. Mark. Genau, hilf mir mal ein bisschen. Ich bin hier schon die ganze Zeit an deiner Seite, um dich zu beschützen. Jetzt kannst du mal zu meiner Hilfe eilen. Aua, was soll denn das? Och, ich bin wieder eingeschlungen hier. Der nächste böse Modrim-Drescher. Ach, wirbel mal direkt raus. Klar, schon klar. Oh Gott. Und wir die auch alle machen müssen? Nee, 8 Sekunden nur noch. 8 Sekunden geht das Event nur noch. Hui! So, wirbel hier rein. Komm, 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 komm. Da habe ich gerade zu spät geschaltet. Oho, Event erfolgreich. Folgt dem Kommandeur in den Dschungel und zieht gegen Mordremos. Oh, okay. Bitte, bitte sammeln, Leute. Wer will mir jetzt folgen? Ich bin hier. Ich gehe jetzt. Hallo, wer sich anschließen möchte. Das sieht witzig aus hier. mit den komischen Wurzeln hier, die aus dem Boden kommen. Ja, ich gehe dann wohl alleine. Hat sie nicht gesagt, sie sollen sich bei mir sammeln? Hallo? Alles Verweigerer hier. Kriegsdienstverweigerer. Bereitet euch auf die nächste Schlacht im Krieg gegen Mordremos vor. Begebt euch zum Sammelpunkt, der in den Maguma-Dschungel führt. Meldet euch bei Kanach und Taimi. Ach, Kanach. Kanach, du alter Schwerenhüter. Bist du auch wieder da, ja? Kanach. Hallo, Boss. Ganz Rotasum redet von der Paktflottenkatastrophe. Mir war klar, dass ihr was unternehmen würdet. Also bin ich gleich gekommen, um mitzumachen. Schraddel und ich haben den Einheimischen ein bisschen gezeigt, wie man Mordrem verdrischt, während wir auf euch gewartet haben. Oh, und Kanach hat auch mitgeholfen. Ja, ich habe mitgeholfen. Eigentlich dachte ich ja, die Erstgeborenen nehmen sich wichtig. Aber das... Kommandeur, Gräfin Anis schickt mich. Ich soll euch beim Kampf gegen Mordremos unterstützen und die glänzende Klinge repräsentieren. Der Dschungel wird Mordremos nicht lange genügen. Mordrem dringen jetzt schon in weit entfernte Gebiete wie das Djessa-Plateau vor. Obendrein habe ich ganz klar persönliches Interesse am Sieg über den Dschungeldrachen. Wie dem auch sei, ihr könnt über mich verfügen. Gut, dass ihr beide dabei seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Rücken wir aus. Okay. So, das heißt, bis nach da vorne. Schließt euch uns einfach an. Ich denke mal, die anderen werden gleich auch kommen. Eieiei. Und dann schauen wir uns das Desaster an. Oh, ich erwarte Schlimmstes. So wie beim Eintreten in die Trockenkuppe. Als wir das abgeschossene Sephir-Sanktum gefunden haben. Okay.
Prolog auf nach Maguma abgeschlossen und als Belohnung bekommen wir ein Beutel mit Luftschiffteilen, eine Packbrechstange und seidenen Sand. So. Eieieiei, ich frage mich, wie man gegen einen Gegner kämpfen soll, der so etwas anscheinend aus dem Nichts herstellen kann. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, wir dürfen gespannt sein. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen, dem Himmel entrissen? Oh ja.